no gunshots, but they getting low, 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 low. Servus Leute und herzlich willkommen, hier ist euer Luxor und wir sind bei den letzten beiden Klassenherausforderungen angekommen in die Forscherliga, Hearthstone, die Forscherliga. So, und zwar geht's zum Schurken. Ja, Vilera Sanguina versus Skelosaurus Rex. Ach, Hex, entschuldigt bitte. Ha. Fast drauf reingefallen. Ja, und ich würde sagen, wir starten die Class Challenge einfach mal. Hier heißt ja weder Deck zusammenbasteln noch sonst irgendwas. Und ich habe auch keine Lust, mir gerade die Karte anzugucken. Ich lasse mich gleich überraschen. Ja, und freue mich schon. Ich meine, die Class Challenge sind ja relativ geschenkte Karten bisher. Oder was heißt bisher? Ich meine, im Allgemeinen, in sämtlichen Solo-Anteilen waren die mehr oder weniger geschenkt. Seid auf der Hut. Ja, ist eine scheiß Kombi, weil der bemannte Schredder mehr kostet. Ja, und was konnte der nochmal machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir ersetzen erstmal alle und gucken, vielleicht haben wir noch günstigere Diener im Deck, was ich bei meinem Glück bezweifle. Okay, es geht. Der Diener ist zwar für den Arsch, aber der Rest passt. Dadurch, dass ein Meuchel 0 kostet. Er hat den Astralen durch unsere Schutzzauber hindurch beschworen. Und jetzt stiehlt er alles. Nicht alles. Nur die wertvollen Stücke. Ist ja natürlich eine sehr, sehr fette Karte, die wir da gerade für 0 bekommen. Und der Stab ist doch schon weg. Den haben wir doch schon abgeräumt, meine Beste. Ist doch alles sicher. Tja. Was soll ich dazu sagen? Wäre eigentlich theoretisch... Na, ist... Quark. Machen wir so. So. Spielen einmal die Dolche. Und tun ihm da den Netzweber vernichten. So, ich hätte ganz gerne nochmal so eine dicke Karte auf die Hand. Ja gut, nicht ganz so schön, aber... Ich sag mal, für 3 Leben wiederherstellen ist es in Ordnung. Wenn wir jetzt natürlich hier, Baron Todesschwur mit den komischen, wackeligen Wichten hier spielen können, wäre es natürlich ein Hammer. Das Siegelring und sogar in hervorragendem Zustand. Reno, ran, versteck die Artefakte. Tja, versteck die Artefakte. Okay, bisher ist noch weiter kein Schaden. Wir gucken erstmal, was hier passiert. Nichts passiert, schade, kriege ich keinen Damage ab. Machen wir das. Passiert jetzt irgendwas? Es passiert immer noch nichts. In Ordnung, dann warten wir mal noch eine Runde. Okay, sehr schön, bringt uns nicht viel. Auch wenn sie... Oh, was haben wir denn hier für eine Karte? Entführer, Kombo, lasst einen Diener auf die Hand seines Besitzers zurückkehren. Das ist ja geil. Das ist so ein Kombo-Dings aus Kopfnuss oder Schattenschritt. Oh, tja, was machen wir denn jetzt, ne? Wir könnten natürlich... ja, machen wir das doch so. Den ausspielen, verleihen dem Diener hier was. Spielen einmal das aus. Und geben hier weiter schön ins Face. Nehmen uns nochmal eine neue Klinge. So, und damit geht es auch weiter. Es sollte relativ schnell fertig sein hier. Damit können wir alle gegnerischen Diener einfrieren. Ah, okay. Die Schlange ist natürlich sehr für den Arsch. Er erweckt eine Armee zum Leben. Ja, ja, lassen doch eine Armee zum Leben erwecken. Tesaxas Nolore. Der Stab ist einfach zu stark. Aber ich kann ihn eine Zeit lang aufhalten. Aber nur eine Zeit lang. Die Geißel wird euch verzehren. Machen wir das so, so. Frieren wir die hier einmal ein. Und geben hier einmal schön ins Face, würde ich sagen. Ich habe jetzt eben überlegt, die Schlange anzugreifen. Wäre eigentlich cool gewesen, dann wäre sie nächste Runde kaputt gewesen. Oh, wunderbar. Mit 3 Schaden kriegt er nicht wirklich viel kaputt.
Und er verteilt natürlich ins Face. Wunderbar, damit können wir gleich noch auf jeden Fall einen Diener einmal ausspielen. Wir spielen erstmal das Geheimnis aus. Spielen die Kröte aus. Ich würde sagen, wir heilen uns um 3. Tja. Können nochmal 2 Schaden zufügen. Sind 4, 5, 6, 7. Machen wir es einmal so. Los geht's. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Oh, jetzt wird die Falle doch aktiviert. Okay. Das ist allerdings nicht wirklich tragisch, da die Schlangen nicht weitermachen. Wäre schön, wenn jetzt unsere Kröte drauf geht. Fügt einen Charakter an 3 Schaden zu. Tja, so viel Platz haben wir nicht mehr. So, und damit ist der Sieg auch schon unser. Außer sollte jetzt noch irgendwas Dickes mit Spott kommen oder uns alles wegtraden. Oh, 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 oh. Warum will er denn auf den Baron gehen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Wir könnten doch die Kröte tatsächlich irgendwo hin traden. Fünf. Hier verursachen wir nochmal 2 Schaden. Spielen wir doch einfach mal. Ich weiß, ich hätte jetzt schon gewonnen. Aber ich habe gerade einfach mal Bock, hier so ein bisschen rumzueiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal da, einmal da. Hat er wunderbar gemacht. Los geht's. Ja, komm, fügen wir hier einmal so. Ach, wunderbar. So, Totenschuh ist down. So, und damit war es das auch. Dann werden wir jetzt den Kampf hier beenden. Normalerweise arbeite ich allein. Und das war's dann auch mit der Class Challenge. Ein bisschen länger rausgezogen, als hätte sein müssen, aber ich fand's ganz lustig. Ich wollte mal den Totenschuh probieren. Ich habe ihn zwar schon eine Ewigkeit, aber noch nie in irgendeinem Deck gespielt. Ja, und wir haben bekommen den Gruftplünderer. Todesrechnung erhaltet eine Münze auf die Hand. Jo, ist ganz in Ordnung. Für einen Schurken. Und ich verabschiede mich da erstmal mit dieser Klassenherausforderung des Schurkens. Nächste Episode geht es weiter zum Magier und sage erstmal ciao, macht's gut und bis dann, euer Luxor.